Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu Bloodborne hier auf Crimson Butterfly Gaming mit mir, dem Wilhelm. Ich hatte eben Probleme mit meinem Mikrofon, mit der Elgato, mit der Game Capture HD, mit dem Aufnahmeprogramm. Und jetzt weiß ich auch, woran das lag. Ich habe mein Mikro gemutet. Ich bin einfach ein Profi. Seid ihr auf der Jagd? Dann tut es mir sehr leid, aber ich kann euch nicht hereinlassen. Ich bin Josefka. Die Patienten hier in meiner Klinik dürfen nicht der Infektionsgefahr ausgesetzt werden. Ich weiß, dass ihr für uns, für unsere Stadt auf der Jagd seid. Aber ich kann nichts machen. Bitte. Mehr kann ich nicht für euch tun. Das sehen Geht wir sie. Jetzt. Und Weidmanns Heil. Weidmanns Dank? War das so richtig? Ich glaube ja. So hüpft man, okay. Ja, jetzt haben wir auch nochmal mit Josefka geredet. Da können wir dann auch noch Leute hinschicken, wenn wir wollten. Aber später wird sich hier in der Klinik ein wenig was ändern. Ich werde auch nur eine Person hier hinschicken. Und das reicht dann auch schon. Verdammter Fluch! Okay, ich würde sagen, jetzt könnten wir eigentlich schon direkt zum ersten Boss gehen oder uns noch ein wenig hier umsehen. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, was ich eher machen würde. Ja, ich verstehe. Aber die große Brücke ist der einzige Weg in den Kathedralenbezirk. Und während der Jagd ist die Brücke geschlossen. Ihr könntet es vielleicht beim Aquädukt probieren. Es ist ein recht... Wie soll ich sagen, interessantes Gebiet südlich der großen Brücke. Von dort aus führt ein Aquädukt in den Kathedralenbezirk. Kein Ort, den man normalerweise aufsuchen würde, aber ich glaube, ihr habt keine andere Wahl, oder? Ein Aquädukt südlich der Hauptbrücke. Führt von keinem Ort, ja. Nun geht's auch nicht mehr ganz so gut. Okay, also... Die Brücke ist blockiert. Das Tor ist verschlossen. Wir kommen nur über die Kanalisation ins in den Kathedralenbezirk. Aber ich werde natürlich trotzdem gegen die Kleriker-Bestie antreten. So, und rechts entlang wäre dann quasi, um uns noch weiter umzusehen. Aber die beiden sind schon verdammt gefährlich. Daher kümmern wir uns erstmal um die Kleriker-Bestie. Okay. Versuchen wir mal unser Glück. Oh, viel Schaden machen wir dem aber noch nicht. Okay. Au.
Fuck, keine Ausdauer mehr. Das Vieh hat mich aber übel eingekesselt. Und es war verdammt laut. Da bin ich nicht mehr schnell genug weggekommen. Ist ein bisschen ärgerlich. Ja, keine Ahnung, worunter der Schrei zählt. Als Stimme oder als Effekte. Keine Ahnung. Ich werde zu der anderen Lampe reißen, damit wir nicht immer hier starten müssen, falls ich das jetzt nochmal nicht schaffe. Willkommen daheim, guter Jäger. Was wünscht ihr? Warum stehst du hier oben? Habt ihr mit German gesprochen? Er war selbst Jäger vor langer Zeit. Jetzt gibt er ihnen nur noch Ratschläge. Er ist verborgen, in der Traumwelt nicht zu sehen. Doch er ist hier, in diesem Traum. Das ist seine Bestimmung. Ah, die kleinen Bewohner des Traums. Sie finden Jäger wie euch. Sie ehren sie und dienen ihnen. Sie sprechen nicht. Aber sind sie nicht niedlich? Lebt wohl, guter Jäger. Alles klar. Da würde ich sagen, ja. Nächster Versuch. Das war ein bisschen doof, dass ich das jetzt nicht hinbekommen habe gerade. Sonst habe ich die auch immer mit dem ersten Versuch besiegt, die Klerikerbestie, aber ich habe meinen Skill für heute schon aufgebraucht, indem ich am Anfang dieses Monster gekillt habe und so. Naja, muss ich nochmal probieren. Normalerweise benutze ich auch die Axt als Startwaffe, die macht deutlich mehr Schaden. Muss ich halt nochmal probieren. Die zwei nervigsten Bosse, die kommen ja erst später. Noch ein Pferd. So, hier renne ich nochmal schnell vorbei. Der nächste Versuch. Autsch. Boah, ich bin echt hart außer Übung. Der hat mich. Oh, ist das blöd. Wieder etwas Ausdauer. Heilen könnte ich mich auch nochmal. Okay. Aua. Yeah.
Nee, 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 so nicht. Scheiße, Mann. Warum habe ich so viele Probleme gerade? Okay. Gleich haben wir sie. Jawohl. Beute erlegt. Genauso muss es sein. Na, eigentlich wurde jetzt aber auch mal Zeit. Also das war ja was. Genau. Aber das Tor ist verschlossen. Und die Tür ebenfalls. Wir kommen hierdurch halt überhaupt nicht rein. Ja, aber wir können nochmal aufleveln. Puh. Das war schon ein wenig anstrengend. Zwei Versuche gebraucht, so schlicht war ich bis jetzt noch nie bei der Klerikerbestie. Hoffe immer, dass ich beim zweiten Boss nicht auch so versagen werde. Willkommen daheim. Was wünscht? Nun gut, lasst mich. So. Ausdauer ist wichtig, Schaden ist wichtig. Lebt, wo möget ihr. Und das benutze ich. Und ich muss noch was verkaufen. Schade, dass wir hier nicht sowas bekommen wie... wie die Boss-Illen bei Dark Souls, dass wir uns spezielle Waffen anfertigen können. Nun gut. Aber wir haben immer ein Abzeichen bekommen. Wenn wir nicht mehr Stärke. So, mit dem Abzeichen können wir jetzt hier auch mehr Sachen kaufen. Oh, die Handlaterne. Müsste ich mir vielleicht auch noch besorgen. Jägeranführer-Medaillon. Ja, genau. Später. Kirchenhammer. Wäre auch eine gute Waffe, für den Anfang so. Aber wir könnten die sowieso noch nicht tragen. 16 Stärke braucht die. Die Waffe ist nicht so mein Geschmack. Die Pistole. Na gut, dann haben wir hier soweit alles wieder erledigt. Wir können mit den 25 Seelen nochmal ein bisschen unsere Waffe reparieren. Achso, man braucht auch direkt die Menge an Seelen, die nötig ist. Okay. Hab verstanden. Große Brücke war vielleicht die falsche Entscheidung. Da müssen wir jedes Mal an dem Dicken vorbei.
Na komm her. Scheiße. Ich will jedes Mal Dreieck drücken, um die Waffe wieder zurückzuverwandeln. Weil ich von Dark Souls daran gewohnt bin, dass man die einhändig und zweihändig macht. Ja, kommst du auch hoch? Müsstest du eigentlich, du hast es doch bestimmt gehört. Na gut, hat ihn nur vielleicht nicht so sehr interessiert. Ein paar Quecksilberkugeln sind auch immer gut. Bei dem bekommt man immer 4 Quecksilberkugeln. Ja, das ist immer schön. Na komm schon. Die sind halt echt gefährlich, die Viecher hier. Oh, das war knapp. So. Das ist halt einfach die sicherste Methode gewesen. Lieber erstmal vorsichtig sein. So, hier unten waren wir schon, ja. Durch die Abkürzung sind wir da gewesen. Rechts oder links? Ich tendiere erstmal zu rechts. Haben wir hier hinten noch einen Gegner? Blutsteinscherbe, alles klar, wir können unsere Waffe jetzt nochmal um eins verbessern. Das ist doch schon was Nettes. Hier ist es ungewöhnlich ruhig. Da unten ist diese Menschenmenge. Noch eine Blutsteinscherbe. Zehn Kiesel. Ja, zum Anlocken und so. Noch eine Blutsteinscherbe. Findet sich hier wirklich kein Gegner? Ja, scheint fast so. Hier unten geht's auch nochmal in die Kanalisation. Dann gucke ich vielleicht doch erstmal in die andere Richtung, bevor ich da runtergehe. Ich glaube, jetzt müsste noch einer ankommen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, der nämlich. So.
So, aber nicht mit mir, Kollege. Nicht mit mir. Das ist nämlich der von der Tür dort vorne. Hier oben der Seite machen wir uns noch gar nicht gut das letzte Mal. Kaltbluttau. So, hier durch die Tür kommen wir, schätze ich mal, noch nicht. Da kommen wir durch die andere Seite. Hört ihr die Musik? Ja, ja. Können wir nachher nochmal nachsehen. Apropos, ist hier nicht eigentlich... Okay, nein. Den NPC Gascoigne können wir hier jetzt nicht rufen, leider. Den kann man wohl nur rufen, wenn die Kleriker Bestien noch lebt, dass man den zum Bosskampf mitholen kann. Na, 4 Einsicht haben wir, sehe ich gerade. Aber allzu viel ist das auch wieder nicht. Könnte ruhig mehr sein. Okay, da gehen wir hier hinten erstmal in die Kanalisation. Okay, ich glaube, ich weiß, wo wir hier sind. Okay, scheiße. Nicht so gut, dass der jetzt da unten festhängt. Komm mal her, Kollege. Mit dem Timing muss ich noch ein bisschen üben. Wie gesagt, das ist ewig her. Sind wir doch woanders? Jo, stimmt. Wir sind gar nicht da, wo wir durch Eileen auch hinkommen. Aber wie kommt der dort hinten denn hin? Ach, stimmt. Da gibt es eine Leiter. Der ist ja wieder hochgekommen. Das ist gut. Dann müssen wir den nicht da unten bekämpfen. Das will ich haben. Da ist eine Ratte. Dann sind auch Ratten. Aber dieses Atmen kommt nicht von einer Ratte, was wir hier hören. Ja, da ist er. Scheiße. Okay, das war jetzt aber blöd. Na gut, da kann ich die Folge hier aber jetzt erstmal beenden. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu Bloodborne hier auf Grim's Butterfly Gaming.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.